Gefallen, den Herrn Bran ihrem Sohn getan hat. Guck, hier wird sie schon geprügelt. Das ist ja schön. Du bist einer. Bist dann auch gesoffen? Ja, ich hab immer gestern gesoffen. Kampfmeister. Du bist also hier der Kampfmeister. Willkommen bei unserem Turnier, Hexer. Einer wartet auf einen Gegner. Möchtest du gegen ihn kämpfen? Oh, solange es nur einer ist, geht's ja. Einer sieht wie ein prächtiger Kämpfer aus. In der Tat. Ist ein Bastard von Lugos dem Irren. Kommt nach seinem Vater. Dann gefällt er mir schon sehr. Wir nur. Hau rein, Keule. Lassen wir einer nicht warten. Vielleicht wird's ja ein sauberer, spannender Kampf. Ja, einer muss es ja machen. So, jetzt wird gekontert, mein Freund. Der haut gut rein. Muss immer ordentlich kontern, jedenfalls versuchen ordentlich zu kontern. Was denn? Verlieren wir den Nerv? So, jetzt, komm, drauf. Der weicht aber auch gut aus. Der ist echt nicht schlecht, da muss ich vorsichtig sein. Der knockt mich ja gleich aus. Geralt, du Trottel. Fuck, nein! Der hat mich voll umgeboxt. Großer Kampf. Einer behält seinen Titel. Aber du kannst ihn wieder herausfordern. Und das werde ich. Das heißt, bei Grapta. Gestern auch gesoffen. Will einer immer noch kämpfen? Zu mehr taugt er nicht. Willst du gegen ihn antreten? Wieso? Er könnte doch auch Steuerberater werden. Aber lassen komm, wir versuchen es nochmal. Vielleicht wird es ja ein sauberer, spannender Kampf. Na, wir werden sehen. Ich bring und wieder kommt der erste Schlag, den man fast nicht ausweichen kann. Komm. Au. Komm schon. Der hat aber auch sofort seine... Deckung wieder parat. So, diesmal läuft es besser. Ja! Ich habe ihn in die Enge getrieben und voll zu Brei gekloppt. Kampf. Glückwunsch zu deinem Sieg. Oh, danke schön. Grimm mischt dich sicher gern ein bisschen auf, falls du noch kannst. Ich kann immer. Bin ein geborener Kämpfer. Sei doch nicht so gemein. Siege Grimm. Aber erstmal. Schema, Nilfgaardische Wächterrüstung. Schön. Erstmal will ich hier die Insel noch erkunden. Guck mal, was hier alles ist. Da ist noch so ein Dorf, da ist ein Fragezeichen. Das muss ich mir alles angucken. So, ich fange mal mit dem Fragezeichen da an. Ich war echt anscheinend noch gar nicht auf dieser Insel. Das ist unverzeihlich. Ich laufe in die falsche Richtung. Auch das ist unverzeihlich, aber dass ich noch nicht auf dieser Insel war. Da frage ich mich, ob es noch mehr Inseln gibt, auf denen ich noch überhaupt nicht war. Gut, es gibt die ganzen kleinen irgendwo im Wasser verstreut, aber ich meine jetzt so... Richtige große Inseln mit Siedlungen drauf und so. Das ist tatsächlich beinahe unverzeihlich. Aber jetzt bin ich ja hier und kann die Erkundung nachholen. Schauen wir mal, was dieser Felsbrocken hier zu bieten hat. Wölfe, natürlich. Hallo ihr Wölfis. Ihr brennt aber schön. Es riecht immer so lecker, wenn die brennen. Da hinten sind noch mehr. Ja, die sind jetzt nicht so wichtig. Die bringen dann nur irgendwas um in großen Mengen. Ja, ich weiß. Du willst mir auf den Sack gehen. Ich merke das schon. Was bringen die denn da hinten alles um? Was macht ihr da? Habt ihr ein Rad ab? Was liegen hier alles für Leichen rum? Was habt ihr alles ausgelöscht? Hoffentlich keine hilflosen Dorfbewohner. Hundetalg? Was liegt denn hier rum? Ein totes Kaninchen. Hat ihr mir die Kaninchen gegessen? Naja, was heißt gegessen? Sie haben sie einfach umgebracht. Und dann liegen gelassen. Haufenweise. Und ich höre da unten schon wieder groteske Geräusche von Insektenviechern. Oder Spinnenviechern. Die zugegebenermaßen mit Insekten relativ nah verwandt sind, aber nicht richtig Insekten sind. Das klingt alles sehr nah dran, als wäre es unter mir. Versteckter Schatz. Da läuft doch was rum. Siehste. Ah, und das sieht auch sehr nach einer Höhle aus da. Nachricht, zerkratzter Schlüssel und Kronen. Lies den Brief, den du gefunden hast. Na, Logo.
Njal, wir haben den Schatz versteckt und zwar so gut, dass ihn keiner finden wird. Nicht in einer Million Jahren. Na, das werden wir nochmal sehen. Den genauen Ort zu beschreiben wäre Leichtsinn. Also sagen wir einfach, dass höchste Zeit ist, zu unseren alten Jagdgründen zurückzukehren. Zwinker, zwinker, wenn du verstehst, was ich meine. Sobald du bei uns bist, segeln wir zum Festland. Wir müssen uns beeilen. Das heißt, Jorre hätte den Göttern geschworen, er würde nicht eher ruhen, bis er uns gefunden, die Haut abgezogen und seinen Schatz zurückgehalten hätte. Heuchlerischer Drecksack. Er hätte ihn gerecht aufteilen können, wie wir es vereinbart hatten. Aber nein, er wollte uns ja unbedingt aufs Kreuz legen. Da hat er eben bekommen, was er verdient hat. Dreckiges Wiesel. Wrock. PS, wenn du ankommst, halte dein Schwert bereit. Die Gewässer dort sind gefährlich. Gefährliche Gewässer. So, lass mich raten. Verborgen. Oh, verborgen in der Tiefe ist abgeschlossen. Wie habe ich das denn gemacht? Der ist einfach schon abgeschlossen. Aber hier ist ein Höhleneingang. Da gehe ich jetzt rein. Wollen wir doch mal sehen. Wäre doch gelacht, wäre das doch. Gerald, möchtest du vielleicht ein bisschen schneller gehen durch das Wasser? Das wäre hilfreich für uns alle. Nee, jetzt willst du lieber schwimmen. Was haben wir da denn drin? Ist ja alles voller garstiger Untiere. Okay, es ist sehr düster. Genau. Bisschen Katze einwerfen. Was läuft da oben denn rum? Habt ihr das gesehen? Das wäre ja nicht gerade klein. Ah! Ja, jagen. Eine giftige Krabbenspinne. Alter. Mach mich doch nicht so fertig. Renne lieber. Oder bist gezückt. Voll drauf. Die wollten aber ein bisschen Stress haben. Na, zum Glück kann ich Stress austeilen. Darin bin ich gut. Da sind ja noch mehr. Ja. Au! Mit komm her meinte ich, lass dich schlagen. Ich schlag ihn. Au! Was ist das? Ja, direkt gefährlich. Ihr könnt damit jemanden verletzen. So. Die haben ganz schön Energie abgezogen. Das hätte beinahe schlecht ausgehen können. Oh, da vorne ist noch einer. Hier ist ja niemand. Hier ist nur ein roter Punkt, aber kein Gegner. Was soll das denn? Wo ist denn der Gegner? Hier ist niemand. Was soll denn bitte? Muss ich halt Pilze sammeln. Man hat ja sonst nichts. Ist hier denn irgendwie noch, keine Ahnung, ein versteckter Schatz? Oder Hummersoße? Irgendwas? Nö. Ah, doch, guck mal da. Komm zu Papa. Irgendwie hätte ich jetzt doch die Vermutung, dass das der versteckte Schatz war. Aber warum die Quest quasi erfüllt war, bevor ich das eingesackt habe, das ist mir auch ein Rätsel. It is me a riddle, wie man so schön sagt. Oder wie man eher nicht sagt. So, jetzt tauchen wir nochmal schnell wieder raus. Und wir sehen wieder alles schwarz-weiß und wir wissen auch alle, was dagegen hilft. Wir meditieren am besten mal bis zum Tagesanbruch, dann wird es auch wieder hell. Und dann brauchen wir den Trank sowieso nicht. Naja, hell ist relativ, ist ein bisschen bedeckt, aber geht noch. So, ich will da mal nicht lange zögern. Auf zum nächsten Fragezeichen, oder? Das ist alles ein Zeichen der Frage. Oder eine Frage des Zeichens. Ja, noch so ein Insektenviech. Spinnenviech, Entschuldigung. Bringe ich immer wieder durcheinander. Ach, die sitzt da auch schön am Abgrund. Da gehe ich nicht runter. Das Viech kann gerne zu mir hochkommen. Sonst falle ich da noch runter. So, oder es kommt halt gar nicht. Und kann dann da ein bisschen vergammeln von mir aus. Oh, da ist noch so eins. Ist ja alles voll davon. Ja, ja. Und die Ziegen? Den Ziegen war das egal. Die haben sich schon damit angefreundet wahrscheinlich.
Hatten das Ding schon heimlich angeleckt immer. Wie Ziegen das halt so machen. So, muss ich hier dem Weg folgen? Ich glaube, der Weg führte auch zu meinem Ziel. Dann folge doch einfach dem Weg. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Ort der Macht. Das sieht ja richtig beeindruckend aus hier. Ist das irgendwie so ein Schrein oder so? Ist ja zum Schreien. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Unbedingt, ja. Dann wird hier interagiert, wie verrückt. Du hast einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Da oben ist noch irgendwas. Ist hier noch so ein Symbol? Shit! Oh! Nein! Nein! Wie konnte mir das nur passieren? Verdammt! Wie der letzte Trottel falle ich den Berg runter. Wahrscheinlich, weil ich der letzte Trottel bin. Entschuldigung. Oh Mist, wie viel Spielfortschritt habe ich verloren? Alter, ich bin auch wirklich der letzte Trottel, aber der allerletzte. Fällt er einfach den Berg runter. Tja, das passiert zwischendurch mal. Wie grimm. Ach Mist. Jetzt muss ich wieder zu dem Dings laufen. Ah, oh, das war ganz doof von mir. Das war wirklich ganz doof von mir. Naja gut, das müssen wir jetzt rucki zucki und fix nochmal machen. Ich weiß ja jetzt, was zu tun ist, was es dort zu erledigen gibt. Das Spinnengezücht in der Höhle. Da müssen wir dann nicht lange rumjuxen. Da rennen wir drauf zu. Komm schon, Geralt. Bisschen schneller. Komm schon. Du willst es doch auch. Also schneller da sein, meine ich. Ja, die Wölfe kann ich jetzt getrost ignorieren. Das sind nur ein paar Miezewölfe. Ja, hier darfst du schlittern. Das ist in Ordnung. Na, du Mistvieh. Die kenne ich noch von der letzten Runde. So. Hier, das alles mitnehmen. Zack. Den Brief lesen, den wir ja bereits kennen. Aber nur reine Formalität. Einmal öffnen, einmal schließen. Schön. So, siehst du, jetzt ist verborgene Tiefe abgeschlossen. Obwohl wir das ja noch nicht gefunden haben. Den Schatz, der hier in der Höhle ist. Zweifellos, das war doch der Schatz. So. Einmal abtauchen. Und dann machen wir die garstigen Viecher hier noch kalt. Garstige Viecher kalt machen und dann aufs kalte Buffet legen. Lecker, lecker, sage ich euch. Na ihr? Ihr seid ja selten hässliche Missgeburten. Wenn ich das mal so auf Mann sprechen darf. Ich weiß ja nicht, ob das ein guter Punkt ist von eurer Seite aus. Au! Spinnst du? So, jetzt wird erstmal abgefackelt hier. Jetzt kommt der Kammerjäger. Autsch, was ist das denn? Ah, der hat mich mit irgendeinem Schleim vollgerockt. Ih, lass das. Geh weg. Mach aus. Kann ich das irgendwie aufhalten? So, jetzt aber. Hau drauf, Junge. Hau drauf. So. Geht doch. Hui. So ganz easy ist das Viech nicht zu besiegen, aber wir schafften es. So, dann kommen die beiden hier noch. Beiden vielleicht. Zwei oder die beiden. Man muss sich halt für eine Sache entscheiden. Und da noch so. Und dann war hier noch irgendwo die Truhe. Die Truhe war hier. War sie hier? Es ist sehr düster. Ja, da ist die Truhe. So. Geht doch, geht doch. Elendes Gezücht. Ging auch ein bisschen schneller als letztes Mal, glaube ich. Obwohl es nicht ideal ist, wenn man Dinge immer zweimal machen muss. Vielleicht speichere ich dabei, wenn ich hier raus bin. Und versuche beim nächsten Mal nicht irgendwie tump den Berg runter zu kullern und dabei zu verrecken. Obwohl, so ein bisschen tump irgendwo runterkullern, muss ja nicht zwingend schlecht sein. Leute stellen das immer so negativ dar, aber wenn man ganz ehrlich mit sich selbst ist, gibt es Schlimmeres. So, kleinen Quicksave. Und, warum habe ich ein I gemacht? Ich wollte doch M machen. Karte, nicht Inventar. So. Da geht's hin.
Ich versuche diesmal einfach andersrum zu laufen. Vielleicht funktioniert das ja. Nein. Unwirtliche Felsödnis. Es funktioniert nicht. Okay, dann war ich bei dem Weg, den ich beim ersten Mal einschlug. Das war offenbar schon der absolut korrekte Weg. Mhm. Hätte für mich ein Hinweis sein können, dass er problemlos funktionierte beim letzten Mal. Dann hätte ich ihn eigentlich gleich ein zweites Mal nehmen sollen. Nur da vorne sind wieder die Wölfe unterwegs, oder was? Die kleinen Wolfis. Und Krähen. Die kleinen Krähis. Da galoppieren die Ziegen längs, genau. So, nur den Ort der Macht holen, nicht irgendwo blöd rumkraxeln, nicht in den ewigen Tod fallen. Das ist mein Plan für heute. So, Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Tada, einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Den könnte ich auch gleich mal investieren. Hier nämlich, verkrüppelnde Schläge. Da krüppeln wir so lange rum. Bingo. So, und gleich weiter zum nächsten Fragezeichen. Diesmal ohne den Tod zu stürzen. Kleiner Quicksave gefällig? Ja. Hui, Schlitterdi. Was habe ich denn da gehört? Huch, da war doch gerade ein Gegner. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Ach, der ist unter mir. Kann man hier, ist irgendwo eine Höhle? Oder wie haben wir das? Oder wie, oder was? Wenn ich einen Gegner sehe, der irgendwo unter mir in einer Höhle anscheinend ist, da wäre ich natürlich neugierig. Da hinten sehe ich... Sah ich da Feuer? Ist es das Dorf da unten? Ja, das ist das Dorf. Da muss ich ja nicht hin. Aber da ist doch ein Gegner wieder unter der Erde. Vielleicht ist ja irgendwo noch ein Höhleneingang. Egal, ich guck erstmal nach dem... So, das wollte ich dazu nur mal sagen. Hier, iss mal was. Regeneriere dich. Ein bewachter Schatz. Wer bewacht den denn? Bist du das da vorne? Ah, Zyklopowitz. So, aufwachen. Na, der war ja gut bei Kräften. Was bewachst du denn hier so Schönes? Was hast du denn für einen Schatz? Zeig mal her. Ein großer Morana Runenstein, eine Quenblüte, dies und das. Ich fürchte, mein Inventar ist bald schon wieder voll. Eventuell 127, 160. Da geht noch ein Ticken rein. Ist da denn ein junger Händler im Dorf? Da ist auch noch ein Dorf, das müssen wir auch noch angucken. Und da ist noch irgendwas. Und da ist auch noch was. Und da ist auch noch was. Da siegt schon meine Neugier über jegliche Vernunft. Sirenilein. Geralt, wähl doch sonst einfach mal deine Armbrust aus. Und hol das Ding vom Himmel. So. So löst man Probleme, da wo ich hier komme, mit einer Armbrust und dem Schwert. Mhm. Also legt euch nicht mit mir an. Hier geht es auch noch irgendwo runter zum Strand. Boah, da scheint aber sonst nichts weiter zu sein. Da ist das Dörfchen. Gibt es hier eigentlich keinen Händler, der uns eventuell ein paar wertvolle Waren abnehmen könnte? Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Ja, und offenbar bleibst du immer gut in Schuss, indem du hier Liegestütze am Hafen machst. Warum auch nicht? Stärkt den Oberkörper. Ja, was? Oh, Timon, der hat eine Aufgabe für mich. Was ist denn? Wo ist Pumba? Meine Verlobte und meine Brüder, Mikkel und Ulf, sind nach Hindarsfjall gesegelt, um Akta zu holen. Die Hochzeit ist in wenigen Tagen, aber sie sind noch nicht zurück. Oh nein, ist ihnen was zugestoßen? Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Ich fürchte, dass sie auf die Felsen bei Farö getrieben wurden.
Da sind schon viele umgekommen. Oh nein, das wäre ja grässlich. Ich würde ja lossegeln, um sie zu suchen. Aber ich muss mich um die Hochzeitsvorbereitungen kümmern. Du meinst, du bist zu faul und hast Angst. Eigentlich bittet ein Skelliger nicht um Hilfe. Aber mir bleibt keine Wahl. Hilfst du mir? Suchst du nach meinen Leuten? Ja, na logo. Also, klar. Von wegen keine Zeit. Natürlich, Hexer haben immer Zeit für alles Mögliche. Gut, ich werde nach ihnen suchen. So, verfolgen. Erkunde die Küste von Faroe auf der Seite nach Hindarsfjall. Warte, da muss ich mal kurz auf die Karte gucken. Ah, da ganz hinten. Ja, da will ich ja sowieso in die Richtung, wegen der Fragezeichen. Von daher komme ich da ja beinahe automatisch hin. Sehr gut, sehr gut.